Feel the bass drum booming in your face, son. Feel this trap beat pounding like a heartbeat. Feel the bass drum booming in the place, son. Feel the trap beat pounding like a heartbeat. I like to wind it up, I like to throw it down. I came to play a beat and I don't mess around. I hit it really hard and then I knock them down. Do you hear me? Can you feel my sound? I like to wind it up, I like to throw it down. I came to play a beat and I don't. Stefan Hirländer, die Sommerpause ist vorbei. Wie viel Zeit und Möglichkeit hast du gehabt, um ein bisschen abzuschalten? Ach, nach so einer Saison ist es natürlich schwer, gleich mal abzuschalten. Ich habe sicher mal 10 Tage, 14 Tage gebraucht, um ja, die Saison ein bisschen zu verarbeiten, meine Analyse persönlich zu machen. Und ja, dann haben wir zum Glück noch ein paar Tage gehabt, da habe ich Zeit gehabt, mich ein bisschen zu erholen. Bin ein bisschen braun geworden. Ne? Und ja, aber jetzt ist man natürlich wieder froh, wenn man nach Messendorf kommt, die Plätze sieht und dieses Kribbeln ein bisschen wieder zurückkommt. Das ist ganz gut. Wir sind jetzt dort, wo die Indoor-Tests heute am Programm stehen, beim Trainingsauftakt. Nimm uns kurz mit, du bist ein erfahrener Spieler. Was passiert denn da konkret? Ja, also es werden die Gewichtsmessungen gemacht, Fettmessungen gemacht. Dann der Muskelfunktionstest, natürlich ja, einfach mal ausgetestet, wie beweglich man noch ist, ob einer zu viel am Stand-Up-Paddle war. Und dann geht es raus auf den Kunstrasen, dann werden die Laktat-Tests gemacht. Da schaut man dann, wer brav sein Heimprogramm gemacht hat. Christian Ilzer, vor etwas mehr als 2 Wochen bist du als neuer Cheftrainer präsentiert worden. Kurz Rückschau vielleicht, was hat sich seither getan bis heute? Ja, ist damals sehr, sehr schnell gegangen. War aber froh, dass es dann so schnell gegangen ist. Wollte auch fair sein in Richtung Austria. Und habe dann einmal Urlaub gehabt, mit meiner Familie Zeit verbracht. War wichtig für mich, meinen kleinen Kopf zu kriegen, mich im Kopf gut einzustellen auf meine neue Aufgabe. Und ja, seit dieser Woche dann mit der Auftaktpressekonferenz, ja, bin ich ja dann richtig angekommen. Da war jetzt viel Organisatorisches zu erledigen. Und ja, gestern Covid-19-Test, alle Spieler negativ, das war schon mal top. Und ja, und heute haben wir diese Testbatterie vom FH Ioneum. Bin ich eh noch im Hintergrund in der Beobachterrolle. Und ab Montag starten wir dann richtig los. Und diese Tests heute finden bei bestem Wetter hier statt im Trainingszentrum Messendorf. Ein gutes Omen für deine Amtszeit? Ich werde es jetzt, meine Vormittag waren ja im Innenraum, da diese funktionellen Beweglichkeitstests, aber jetzt am Nachmittag da bei gefühlten 40 Grad am Kunstrasenplatz einen Shuttle-Run-Test zu machen, das wird schon mal ein erster richtiger Härtetest und ja, das würde ich mal sehr spannend finden, da zu beobachten, wie sich da die Spieler und Athleten dann auch ja, schlagen da im Shuttle-Run. Feel this trap beat pounding like a heartbeat. Feel the bass drum booming in the place, son. Feel the trap beat pounding like a heartbeat. I like to wind it up, I like to throw it down. I came to play a beat and I don't mess around. I hit it really hard and then I knock 'em down. Herzlich willkommen in Graz, Jan Goran Stankovic. Du bist von England hierher nach Messendorf, zu Sturm gewechselt. Was waren für dich die Beweggründe? Ja, natürlich ein geiler Verein und hat schon große Erfolge. Und ja, und nochmal danke für herzlichen Willkommen. Und ja, ich freue mich hier zu sein und natürlich alles zu starten. Wie sehr hast du dich hier schon eingelebt? Ja, heute ist mein zweiter Tag hier und ja, alles geht ein bisschen schnell, aber langsam wird alles.
Wie sehen deine Erwartungen jetzt an die Zeit hier in der Steiermark aus? Jetzt einfach nur trainieren und diese Vorbereitung Vollgas zu geben und dann, wenn Saison kommt, dann so gut wie möglich zu spielen. Vincent Thoma zurück aus der Sommerpause und dann ist es heute gleich richtig intensiv losgegangen wieder mit den Shuttle Runs jetzt, oder? Genau, ja, dazu das Wetter, dann am Kunst draußen und nach ein paar Minuten werden die Schultern auch extrem warm. Muss denke ich einmal aufhören. Wie schauen jetzt deine Erwartungen an die kommenden Einheiten aus? Ja, ich hoffe schon intensiv und vielleicht, dass wir uns einmal mitten auf den Trainer einstellen, auf seine Taktik. Dann hoffen wir, dass es besser wird. Hast du schon ein Gespräch geführt mit dem neuen Cheftrainer Christian Ilzer? Naja, ich kenne ihn schon länger eigentlich. Ich war, glaube ich, mit 11 Jahren bei ihm im LAZ. War kurz einmal mein Trainer. Jetzt haben wir halt kurz geredet, dass ich ein bisschen größer geworden bin als damals.